This is a Adi, Schatz. Alles Gute. This is a Holland Baby. This is a Windelbeutel. This is a Wurstautobahn. This is a Zapfsäule. And this is a Weg to the Arena oder zum Raid oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wrong turn. Was würdet ihr wählen? Links oder rechts? So, und jetzt sind wir angekommen. Willkommen. Ich habe doch gar keine Begrüßung gemacht, oder? Willkommen. Zum Glück ist er rechts lang gefahren, sonst hätte es jetzt gekracht. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich möchte einen Tortonado Raid machen, aber guckt euch mal dieses Pfiffchen an. Wenn ich da drauf klicke, ein wildes Pfiffchen erscheint. Es ist so winzig, dass wir es einfach liegen lassen. Wir gehen direkt mal auf die Arena. Es war ein Krampf, überhaupt einen Tortonado Raid zu finden, dazu gleich mehr. Werfen jetzt hier die Pässe ein. Pupsi sitzt noch im Auto, abgelegen da unten, die wirft auch gleich einen Pass ein. Dann will ich mal gucken, wer online ist und vielleicht ein paar Leute einladen. Wir haben, wen haben wir denn? Wir nehmen Excavador, Albert Schein, den Benny nehmen wir mit, den Bisa-Fan Enzo und den Daniel Schilling. Und auf dem anderen Account haben wir, wen nehmen wir denn? Mango, Flex, Testzocker, ab ins Tierheim und Chill Boris. Jetzt mal gucken, wer da reinkommt und wer nicht reinkommt. Es war so ein Krampf, diesen Tortonado Raid zu finden. Da denkt man, oh, neues Pokémon, kann neues Shiny sein. Machst du ein Shiny Hand oder irgendwas? Das ist mein allererster Tortonado Raid, den ich überhaupt mache. Und ich habe bisher gefühlt auch noch gar keinen gesehen. Ich wollte heute ein Video aufnehmen. Wir waren in Meiningen, in ganz Meiningen. Kein einziger Raid gewesen als Dreier. Dann ging irgendwann nach einer halben Stunde ein Ei auf. Da war natürlich ein Knogger drin. Ansonsten hast du bei 50 Arenen vielleicht 3 Raids gehabt. Und das war dann wieder Krypto-Arktos oder halt Heatran, wer momentan drin ist. Du hast auf jeden Fall schwer. Wir sind dann jetzt eine Stunde gefahren, um diesen Raid zu finden. Wir haben in Thema geguckt, wir haben in Fachdorf geguckt, wir haben Gansibu abgesucht. Und dann, wenn mal was da war, oh, da ist ein Dreier, wir warten, der geht auf und Flamara oder Knogger oder, ach, keine Ahnung. Oh, das ist halt einfach gar nichts da. Selbst Hibu, was sonst immer so viele Arenen hat und so viele Raids, hast du auch bei 50 Arenen vielleicht 5 Raids gehabt. Und nur eins war da noch ein Dreier und jetzt mitten im Wildgehege, abgelegen vom Rest der Welt, sehen wir dieses Tortonador. Flex ist reingekommen, Bisa-Fan Enzo 1 Testzocker, Grüße gehen raus an die Kollegas. Ich wollte eigentlich einen Community Raid machen und Leute einladen, aber ich habe mir das jetzt gespart, das zu posten, denn wir waren nur unterwegs mit dem Auto, ich musste überall hin, da wäre keine Zeit gewesen, wenn du dann mal einen hast, den posten willst, dann noch eine halbe Stunde warten musst. Das kannst du machen, wenn du einen Fünfer siehst irgendwo. Den postest du und zum Start bist du dort und der Rest passt. Hier brauchst du ja keinen Dreier posten, du weißt ja vorher gar nicht, was drin ist. Und das ist das Problem. Hab von vielen aber gehört, die haben schon einen Shiny Tortonator abgegriffen oder sogar einen Hunderter. Kommt ja auch aus der Quest, wenn du die Aufgabe hast, also aus der Feldforschung, gewinne 3 Raids. Und ich habe damals noch im Infovideo gesagt, von wegen Abzocke, ihr müsst ja gar nicht raiden, ihr könnt auch Feldforschungen machen. Und dann ist die Feldforschungsaufgabe natürlich, gewinne 3 Raids. Also ihr müsst trotzdem raiden. Auf dem Kleinen habe ich jetzt 15,31 mit Wetterboost. Auf dem Großen, wie gesagt, es ist mein allererster Tortonado Raid. Ich habe bisher noch gar keinen gemacht. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht ein Shiny ist. Nein, er hat 15,35, das heißt, er ist höher.
als der andere. Wir werden jetzt beide versuchen zu fangen. Er zeigt uns einen kalten Blick, er kehrt uns den Rücken zu. Ich kenne das Pokémon nicht, noch nie gesehen. Finde ich aber, es sieht mega genial aus. Diese Schminke, die er da hat, ah, jetzt habe ich eine goldene genommen. Ich wollte doch eine silberne nehmen für mehr Bonbons. Hier Pokédex-Eintrag auf dem Kleinen. Er kommt wieder raus, das ist sehr gut, da kann ich ja jetzt nochmal eine Beere nehmen. Pokédex-Eintrag auf dem Großen, vielleicht ein gutes, vielleicht nicht. Kann das was? Ich weiß es nicht, weil es neu ist, brauche ich natürlich auch wieder ein Lucky von dem Teil. Entweder mit einem Glücksfreund mal 1:1 tauschen, garantiert. Oder wer ganz viele Tortonado-Raids gemacht hat oder sammelt, der kann mir auch einfach ein paar geben, wenn er helfen möchte für mein Lucky-Dex. Wir bewerten das jetzt mal. Und es hat 3 Sterne immerhin. 10, 14, 14. Ist trotzdem irgendwie schlecht, glaube ich. In Hildburghausen. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg. Bei uns ist jetzt Samstag. Wir haben Jonas im Auto, Sandra im Auto, Pupsi im Auto. Sind schon 10 Mann. Wir holen gerade das Muttertier ab fürs Wochenende. Denn heute am Samstag ist auch WWE Money in the Bank, die Großveranstaltung. Wir wollen vielleicht was grillen. Und jetzt habe ich noch ein was ich mit Pupsi machen möchte. Denn im Titel steht Shiny Tortonador. Hier ist kein Shiny rausgekommen. Also machen wir es jetzt einfach anders. Ich nehme euch jetzt mit. Aber ich nehme mich hier an diesen Baum gehangen. Das, was die ganze Zeit im Bild war, war hier dieser Spießer. Der hat da rumgehangen. Wir laufen mal zum Auto. Das habe ich nämlich jetzt hier geparkt. Pass auf. Da schmeißen wir jetzt mal das rein, was wir nicht brauchen. Nämlich das und das andere Handy. Und dann gehen wir mal hier rüber. Und da sitzt irgendwo Pupsi drin und Pupsi möchte jetzt mit mir tauschen. Das finde ich richtig genial. Jetzt gehe ich mal hier drauf, suche mal Super Sani. Und geh mal hier drauf. Was? Dann bin ich jetzt auch am Start, genau. Was ich Pupsi gebe, weiß ich gar nicht. Aber, falls ihr wieder denkt, die Drecksau, der klaut schon wieder. Ich gebe Pupsi jetzt einfach ein Heatran. Und tausche gegen das Tortonator Shiny. Das macht sie nämlich gerne. Hintergrund. Ich habe 18 kleine Accounts und ich sage immer, wenn sowas ist, ich gebe kein Geld dafür aus, ich will mich nicht dumm und dämlich bezahlen. Ich gebe kein Geld großartig dafür aus, wenn sowas ist, ein neues Shiny in den Raids, wie bei Shinox damals, wie bei Praktibalk damals. Oh mein Gott, es ist Lucky geworden. Das heißt, der Lucky-Eintrag hat sich erledigt, er ist schon da. Und es ist shiny und es ist 15,57 und jetzt müssen wir es bewerten und haben jetzt 13 Lucky Shiny, das für Thumbnail, das müssen wir reinhalten, das ist genial. Wie gesagt, ich habe 18 kleine Accounts, da sammle ich Münzen, täglich setze ich die in Arenen, immer zu diesem einen bestimmten Ziel, wenn irgendein Pokémon in Eier versteckt ist, brüten die ihre Coins, also mit den Coins brüten die alles weg, ohne dass ich was bezahlen muss. Wenn was in die Raids kommt, nehme ich diese 18 Accounts, suche mir den entsprechenden Raid und mache mit allen 18 Accounts diesen Raid. Mit täglichen Pässen, wenn die weg sind, nehme ich Pässe aus dem Shop, die ich mir den gratis Münzen, die ich mir geholt habe, hole. Und jetzt war es so, ich habe da 3 Tage gesessen, weil ich keine Zeit hatte und habe immer nur den freien Pass genutzt. Und bei Pupsi, der 3. freie Pass, war ein Shiny Tortonator. Und das braucht sie nicht. Und ich brauche das. Weil sie mich so liebt, hat sie gesagt, das tauscht sie mir natürlich freiwillig rüber. Und da ist es jetzt. Und es ist Lucky geworden. Und ich bin auch Lucky. Und ich freue mich auch total aufs Wrestling-Wochenende. Andere haben gesagt, sie haben 60 Raids gemacht, bis das Shiny kam. Ich werde mit den Kleinen trotzdem noch ein bisschen nebenbei Tortonado raiden, weil es irgendwie gerade Spaß macht und weil es nichts kostet mit den kostenlosen Pässen. Und vielleicht fliegt ja noch ein Shiny rein, dass wir noch eins haben, was nicht Lucky ist. Habt ihr schon ein Shiny Tortonado? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Pupsi. Und der kleine Habanero, den man nicht sieht. Hat sich nämlich jetzt wieder da reingeschaut. Da sieht man die Füße. So. Tschüss. Guckt euch Shiny Lucky Tortonator. Genial.
Sis is a Katzenkuckloch.